Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir nehmen heute wieder mal die Kamera mit ins Stall. Und es haben ja schon viele Videos im Auto begonnen und heute mal wieder. Und wir machen ein kleines Follow Me Around heute. Leider ist das Wetter nicht ganz so gut, es ist ein bisschen grau. Ich habe gerade die Sonne. Popo, kalt ist es. Wir haben minus 2,5 Grad. Boah. Und der Esel steht draußen. Wo soll er sonst stehen? Oh, der Arme in der Kälte. So, Espresso. Der war jetzt schon draußen, jetzt müssen wir ihn wieder reinholen. Weil, erst mal reiten, gell? Ja, und wir stellen dann wieder raus. Ja. Ist noch früh Espresso, gell? Ich hab gerade meine Jacke im Mund. Na, hallo? Hallo? Nein, jetzt hat er meine Kappe. Gehst du? Und wie? Wir haben mindestens 2,5 Grad. Minus. Minus, versteht sich. Also ich bin ja auch immer so ein Frierhutzel. Frierhutzel? Heißt es Frierhutzel? Frier? Ja, kann man nennen. Okay. Also mir ist total kalt, Isa. Boah. War besser? Ja, also ich habe, weil ich im Moment auch immer so friere, habe ich mir jetzt auch mal eine Thermoreithose zugelegt. Deshalb komme ich mir auch so ein bisschen vor wie so ein Buddha, Michelin-Menschen. Also die ist halt komplett innen drin mit Vlies, also Vlies eingenäht. Und den sieht man auch hier an meiner Stiefel, weil der so dick drunter genäht ist, dass man hier sogar einen Hubbel sieht. Aber es geht. Hauptsache sie halt warm, oder? Genau. Also sie halt warm. Die ist übrigens von 4Horses, 4Riders, ist ja dieselbe Marke eigentlich. Also von der Kiva. Die Infos kann ich euch auch nochmal in die Infobox packen. Ja, genau. Ich komme mir vor wie ein Michelin-Männchen. Ich kann mich gar nicht bewegen, sonst bin ich angezogen. Das geht schon. Ich habe auch aktuell ein Leckerli. Er ist zwar losgelaufen, aber sind wir mal nicht so gemein, ne? Kriegt er trotzdem Zucker. Das war mein Handschuh. Hier. Ach so, ich reite ja heute eigentlich ein bisschen Dressur, aber ich habe leider meinen Dressursattelgurt vom Dressursattel nach dem Waschen zu Hause vergessen, deshalb reite ich jetzt mit Springsattel. Eingefrorenes Hirn, oder? Hier ist eingefroren. Wir haben jetzt mal die Kamera übernommen hier und reiten Schritt. Mama, weißt du, was ich gefunden habe auf meinem PC? Was? Das Video, wo du durch die Halle herrennst und umfällst. Hinfällst. Soll ich das mal zeigen? Nee, das ist ja nicht. Soll ich das mal unseren Zuschauern zeigen? Nein. Wie du eher nicht elegant auf den Boden fällst? Nein, das wäre mir total peinlich.
Oder? Wollt ihr es sehen? Nein. Wenn ihr es sehen wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Nein, das wollen sie nicht sehen. Mama, warum läufst du mit uns Schritt eigentlich? Ja, das ist vielleicht warm jetzt. Der Espresso läuft ja auch wie ein Hund hinterher. Guck. Grüßi, grüßi. Du bist genau zwischen seinen Augen, zwischen seinen Ohren. Lecko. Übst du Seitengänge mit ihm? Das ist echt witzig. Das ist echt witzig. Ich kann noch mal erzählen, dass wir ja am Wochenende auf der Pferd und Jagd sein werden. Also am Samstag und Sonntag. Am 10. und 11. ist es, glaube ich, Vorsicht, Mama. Oh. Jetzt wären wir fast über die Aufstiegshilfe geritten, weil die Mama einfach darauf zugelaufen ist und der Espresso ihr blind folgt. Oh, er muss mal. Deshalb halten wir. Ja, also wir sind auf jeden Fall am Wochenende auf der Pferd und Jagd. Und ich freue mich auf jeden Fall schon, ganz viele von euch zu treffen. Weiter geht's. Mama, wir laufen jetzt gerade nach draußen. Kannst du uns auffangen? Mama, hier draußen ist gefroren. Mama, und am Samstag findet veranstaltet von der Pferd und Jagd auch ein Bloggertreffen statt um 12.30 Uhr in Halle 25. Oh, jetzt wird's dunkel. Das war jetzt nicht gut. Von draußen hier reinzureiten ins Dunkle. Wir brauchen wieder mehr Licht. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, ganz viele von euch zu treffen. Bist du die Kackerfrau? Ja. Oder wir gehen. Guck mal, das hier. Sehr gut. Oh, 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 Achtung. Na. Weißt du, dass wenn es kalt ist und durch deinen kalten Atem der dicke Schal so nass wird? Da ist irgendwie nass, mein Schal. Geht wahrscheinlich gleich ein. Das kann passieren. Das ist heute leider super unentspannt durch die kalten Temperaturen und versucht sich so ein bisschen hochzuziehen. Deshalb ist jetzt nicht so mit richtig schön rein. Man muss immer gucken, dass man ihn dann wieder halbwegs normal bekommt und nicht so, ja, dass er nicht so himmelig ist. Also, ja. Versucht dann auch immer ganz viele gebogene Linien zu reiten. War da jetzt ein Dressurvogel oder unser Fuchs?
ein Espresso. Schön Wasserchen trinken. Espresso ist doch viel zu kalt, du willst dich doch jetzt nicht hinlegen. Oh nee. Es juckt halt alles. Na? Ja, Wälzen ist das Größte für ihn, gell? Draußen auf seinem Paddock und kriegt noch lecker, lecker Essen. Und eine Banane. Sehr gut. So. Jetzt kannst du den Tag hier draußen chillen. Banane tut dann lecker das. Ah, sie hob die Banane. Oh, wir rutschen weg. Banane ist gut. Mir ist es schweinekalt und ich bin total durchgefroren. Du redest leider ein bisschen zu hoch. Ich bin total durchgefroren. Ich nicht, weil ich bin so dick angezogen. Ich habe 2 T-Shirts, eine fette Fleecejacke, eine Jacke, einen fetten Schal, ein Stirnband, die Handschuhe. Boah, die stinkt auch noch. Ich hab auch eine super Mütze mit meinen Bommeln hier. Was ist denn das eigentlich für eine? Keine Ahnung. Und dann habe ich noch meine dicke, fette Reithose an, die auch echt warm hält. Und, okay, meine Winterreitstiefel hatte ich jetzt nicht an, deshalb waren meine Füße noch ein bisschen kalt. Aber ich habe danach ja warme Schuhe für den Stall, deshalb sind die jetzt schon wieder warm. Und ja. Okay, oder? Also, Pferd und Jagd Hannover. Am Wochenende. Wir sind dabei, ihr auch. Okay. Okay, das war's mit dem Video. Und ja, bis zum nächsten Video. Wir hoffen, dass es euch übrigens gefallen hat, auch wenn es jetzt nicht so spektakulär war heute, weil kalt, grauer Himmel, wildes Pferd, wenig Zeit. Aber wir hoffen trotzdem, dass es euch gefallen hat. Okay. Tschüss. Tschüss.